Es ist natürlich so, dass es ab und zu ein bisschen kratzt, ab und zu juckt es im kleinen Finger und sagt, da hätte ich jetzt was zu sagen oder aha, interessant, dass hier niemand anruft. Aber es überwiegt ganz klar die Dankbarkeit, dass das ohne mich gut geht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz offen gesagt, dem Podcast für Politinteressierte. Mein Name ist Jonas Vogt und mir gegenüber sitzt Matthias Strolz. Hallo. Matthias Strolz ist Coach, er ist Buchautor und man kennt ihn natürlich vor allen Dingen, weil er 6 Jahre lang Parteivorsitzender der NEOS war. Herr Strolz ist mittlerweile kein Politiker mehr und darüber wollen wir heute auch ein wenig reden. Wie wird man das denn eigentlich? Ex-Politiker, wie steigt man aus und wie erfindet man sich neu? Herr Strolz, danke, dass Sie heute mein Gast sind. Gerne, danke für die Einladung. Doch bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung im Auftrag von Mazda Österreich. Licht und Schatten gibt es auch bei Mazda, streng im Sinne des Designs natürlich. Der Hersteller hat sich mit seiner Designphilosophie Kodo eine neue Sprache gegeben und zu der gehört natürlich auch das Spiel mit Helligkeit und Dunkelheit. Die Schönheit der Natur durch wechselnde Lichtmuster, durch einen Tanz von Licht und Schatten zum Ausdruck zu bringen, das hat in der japanischen Kunst eine lange Tradition. Diese lebt auch in den Automodellen von Mazda weiter. Das Zusammenspiel der Schattierungen, die Reflexion auf der Karosserie und die Schönheit der leeren Fläche prägen jedes Modell. Am Ende gibt es eine dynamische, reduzierte Schönheit. Denn weniger ist bekanntlich mehr. Davon kann man sich übrigens auch vom 4. bis zum 6. Oktober in der Wiener Hofbau überzeugen, wo Mazda Partner des Design Districts ist. Und nun zurück zu Ganz offen gesagt. Herr Strolz, dieser Podcast beginnt traditionell mit einer Transparenzpassage. Die ist in unserem Fall sehr kurz. Ich habe vor knapp 12 Minuten das Atelier, das Sie quasi mit Ihrer Frau haben im 23. Bezirk, betreten. Ansonsten würde ich aber trotzdem ganz gerne noch einmal wissen, arbeiten Sie aktuell für politische Auftraggeber, für Parteien oder Ähnliches? Sehr punktuell für Ausländische, nicht für Österreichische. Ja. Können Sie da jemanden nennen? Wollen Sie jemanden nennen? Nein, da bin ich zur Verschwiegenheit tatsächlich auch vertraglich verpflichtet. Das ist Wunsch der Kunden. Also es sind deutsche Kunden und nur sehr punktuell, das kann ich auch dazu sagen. Also keine längeren Prozesse, sondern punktuelle Interventionen. Ja. Würden Sie für österreichische Parteien aktuell arbeiten oder sind Sie ganz froh, dass Sie es gerade aktuell los sind? Also ich schließe es nicht kategorisch aus, aber ich habe da auch keine Suchspannung. Also mir ist lieber nicht, wobei ich bin ein Impact-Entrepreneur. Also mir geht es um Wirksamkeit und ich könnte mir Konstellationen vorstellen, wo die Verführung groß ist. Einfach weil ich glaube, das ist so wichtig auch fürs Land, dass ich sage, ja, dann lege ich auch mal mein Enthaltsamkeitsgelübde ab. Ich bin ja in Rufnähe der Politik durchaus unterwegs, aber strikt überparteilich, nämlich zum Beispiel im Rahmen der Mega-Bildungsstiftung. Ich bin ja auch zurück im Status eines Unternehmers. Ich nenne mich Portfolio-Unternehmer, weil ich mehrere Portfoliofelder habe. Dazu kommen wir sicherlich noch. Und im Feld Organisationsentwicklung, systemische Begleitungen, begleite ich eben Einzelpersonen, aber auch Organisationen, Unternehmen, Non-Profit-Organisationen. Und hier auch die sogenannte Mega-Bildungsstiftung. Und da werden wir im Dezember die erste Ausschreibung haben mit 1 Million Euro im Bereich Chancenfairness. Also wir wollen schon bestehende innovative Projekte im Bereich Chancenfairness unterstützen, damit die Talente blühen in diesem Land, unabhängig vom Elternhaus und den Möglichkeiten der Mütter und Väter. Sollen die Talente einfach in die Entfaltung kommen. Herr Strolz, ich bremse hier ganz kurz mal ein, bevor wir hier weitermachen. Wir kommen selbstverständlich noch zu verschiedenen Portfolios später. Aber gehen wir 1 bis 2 Schritte zurück. Sie haben am 26. September 2018, also vor knapp einem Jahr, Ihre letzte Rede im Parlament gehalten. Seit wann sind Sie kein Politiker mehr? Na, einerseits seit Ende September 2018. Als ich tatsächlich dann nach dieser Rede auch formal aus meinem Mandat ausgestiegen und ausgeschieden bin und das übernommen wurde von Beate Meinl-Reisinger. Und andererseits werde ich ein Leben lang Politiker bleiben, befürchte ich. Also in dem Sinn, wenn du so tickst wie ich,
dann ist halt alles irgendwie politisch. Ne? Da läuft ein Hintergrundprogramm ab bei mir. Ich sage immer, bei jeder Geburtstagsfeier, bei jeder Hochzeit erkenne ich politische Muster, Dynamiken. Das kann man jetzt mögen oder nicht. Manche wird das abturnen und sagen, der arme Kerl. Ich sage, das ist Deformation professionell. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist in etwa so wie, keine Ahnung, Schwangere lauter Schwangere sehen und BMW-Fahrer lauter BMW-Fahrer. Und ich habe heute noch keine einzige Schwangere gesehen, noch keinen BMW-Fahrer, aber ich vermute, sie sind mitten unter uns in der Stadt. Ja? Also du hast halt einfach ein geschärftes Sensorium für eine gewisse spezifische Themenlage, für spezifische Zusammenhänge und da kannst du nicht ganz ablassen. Aber ich versuche jetzt auf eine Grundroutine zu reduzieren. Ich weiß, ich bringe es nicht ganz an, aber es belastet mich auch nicht. Das interessiert mich natürlich, weil Ihr Abschied war ein Abschied auf Raten. Sie haben zuerst den Parteivorsitz abgegeben, später den Clubvorsitz. Gibt es da so Momente, wo man immer wieder realisiert, okay, das ist jetzt bald vorbei, diese Phase? Oder? Na, die gibt es natürlich. Also der Abschied in zwei Stufen war mir deswegen wichtig, weil ich einfach Gewähr haben wollte, dass die Bewegung aus meinem Abschied Schwung mitnimmt und nicht Schaden. Und das ist ja gelungen. Also es gab zum Beispiel nie so viel Beitritte, neue Zugänge in der Partei, wie in diesen Monaten. Also da war ein halbes Jahr, wo einfach zum ersten Mal seit eigentlich Ende 2013 wieder massig Hunderte von Mitgliedern gekommen sind. Ja? Also das könnte man natürlich persönlich nehmen und sagen, hey, haben die jetzt gewartet, bis ich weg bin? Nein, nein, so war es nicht, sondern ich wollte, und das ist gelungen, eine gewisse vitalisierende Anschubfunktion auch haben im Abschied. Und die hatte ich. Der Professionalität war es geschuldet, es in zwei Stufen zu machen, weil natürlich als Gründer bist du schon immer in einer Sonderrolle und bleibst doch dein Leben lang, das kann ich zum Beispiel nicht abstreifen. Und da musst du einfach auch für eine solide, saubere und in dem Fall prozessorientierte Übergabe sorgen. Ja. Und natürlich unterwegs denkst du, wow, und irgendwann kommt der Tag X, an dem alles vorbei ist. Und so richtig materialisiert sich das im Blick in den Outlook-Kalender, ne? Weil so irgendwie ab 1. Oktober, ich hatte dann noch, weil wir ursprünglich den letzten Septembertag ausgemacht hatten, die Beate und ich, und es dann 3-4 Tage früher war, aufgrund von Sitzungslogiken im Parlament, war ich dann sogar noch gebucht auf 2-3 Veranstaltungen als nicht mehr, als funktionales Nullum quasi, ja. als nichts. Quasi aber auch nicht als Privatperson, weil irgendwie bist du halt dann der Ex, der eh noch so präsent ist. Das war schon ein lustiges Gefühl. Also einmal war ich auf der TU bei einem Kongress, einmal war ich in einem Kino in St. Pölten in diesen Folgetagen und bin da eigentlich hingefahren ohne Begleitung, mit dem eigenen Auto und anschließend so auf die Art, sagst du halt, so fahre ich jetzt nach Hause oder gehe ich ein Eis essen, was mache ich? Also da bricht dann die große Freiheit aus. Auch das Signal, jetzt ist es soweit. Mhm. Die Medien sind nie so freundlich zu einem wie im Moment des Rücktritts. So ist es, ja. Das ist ein totaler Klassiker. Die Wähler auch, ne, habe ich das Gefühl, und die Wählerinnen. Ne. Bereut man die Entscheidung kurzzeitig dann? Oder haben Sie es jemals bereut? Nein, ich habe es nie bereut. Also das ruht in großem Frieden. Ich habe ein bisschen eine Verarbeitungsaufgabe gehabt in den Wochen nach Ibiza, weil da war einfach so eine seltsame, intensive Energie im Raum, die mich auch irgendwie verwirrt hat und auch die Frage an mich herangetragen wurde von den Dynamiken, was ist jetzt mit dir quasi, ja, die habe ich geschafft auch gut zu beantworten und Ruhe seit damals wieder in Frieden. Alles gut, alles so, wie es sein soll und ich sitze zu Hause auf der Couch und habe, sage ich, immer stille Vaterfreuden, weil ich das Gefühl habe, das läuft sehr gut und meine Nachfolge ist sehr kraftvoll. Sie waren nie Minister oder ähnliches, das heißt, Sie hatten jetzt auch keine Fahrbereitschaft oder sowas, aber gibt es trotzdem etwas, was man ganz konkret vermisst? Naja, die Infrastruktur, das sagt eh jeder Ex-Politiker und das ist so, also das war in meinem Fall kein Fahrrad oder so, hatte ich nie.
Ich war dann durchaus viel im Taxi. Das hat sich auch aufgehört jetzt wieder. Das freut mich, auch wieder jetzt öffentlich zu fahren. Ich bin da weit heraus. Das heißt, ich fahre immer eine Stunde in die Stadt und ich kann jetzt nicht 2 Stunden nichts tun und dann zu Hause ankommen und sagen, so, jetzt muss ich noch 2 Stunden Schicht machen. Also bin ich immer am Arbeiten in den Öffis. Und das war natürlich irritierend als Clubobmann, wenn du ein Clubobmann in der U4 sitzt, mit dem Laptop auf den Knien. Das war am Anfang cool als Startup. Über die Jahre habe ich gemerkt, das irritiert die Menschen mehr, als es cool ist. Also die sagen, der ist ja nicht ganz ernst zu nehmen. Der ist ja seltsamer Kerl, ne? Dann habe ich die ersten Fotos bekommen von solchen Arbeitssessions. Da haben wir gedacht, das muss ich aufhören. Also, da vermisse ich nichts in dem Sinn. Fahre genauso gern öffentlich wie Taxi. Die Infrastruktur als solche wieder aufzubauen, ist nicht trivial. Also, du musst entbündeln. Die Hoheit über deine eigenen Passwörter zu bekommen, ist eine Aufgabe über mehrere Monate, bis von deinem Google-Account über die Entbündelung deines Handys bis hin zum Laptop, bis hin zur Datensicherung, damit du alles mit auf Reise genommen hast, was eigentlich dir gehört. Ich bin ja irgendwie sehr überstürzt auch ins Parlament gesiedelt von meinen unternehmerischen Dingen. Das heißt, dann kamen plötzlich irgendwelche Kartons daher, die eigentlich nie geöffnet wurden, 7 Jahre, aber eigentlich noch aus meiner unternehmerischen Zeit stammen. Ich bin immer noch am Ordnung schaffen und so eigenen IT-Betreuer wieder engagieren, das sind keine Aufgaben, die zu meinen Lieblingen gehören. Ja, da habe ich immer das Gefühl, ich würde mit meiner Lebenszeit gerne was anderes machen, als wie einen Drucker organisieren oder mich mit meinem Handy herumärgern. Aber das gehört dazu und teile ich ja mit Millionen anderen Menschen in diesem Land. Ja. Also es ist in Ordnung. Ne? Ja. Wenn man aus so einer Partei aussteigt, nach so einer Funktion, wie ist das da am Anfang? Wie viel Kontakt hat man noch? Wird man oft angerufen und vor allen Dingen wird das weniger? Also wir hatten nie viel Kontakt, aber haben immer gut Kontakt gehalten, so würde ich sagen. Also wir sind heute noch positiv in Verbindung, aber es gibt keine Routine, dass es einen Showfix gegeben hätte oder sowas. Ja? Sondern die Übergabe war ja dergestalt, dass eben vor der Sommerpause die Partei übergeben worden ist von mir und nach der Sommerpause das Parlament. Das heißt, wir haben uns während dem Sommer immer wieder getroffen. Auch meine Nachfolgerin hatte die Möglichkeit, ihren Stab aufzubauen und auch die Stäbe haben sich getroffen und quasi eine sehr sortierte Übergabe gemacht. Also da wird in dem Fall ja nichts geschreddert oder sonst was, sondern da wird die Frage gestellt, was ist mit dem Ordner, kannst du den brauchen, was ist mit jenen Büchern, jene Unterlage, was im Büro soll ich alles ausräumen, kannst du den Tisch brauchen, also sehr banale Fragen, bis hin natürlich, ich bin ein großer Rundumlagegestalter quasi. Ich habe doch noch einiges auf Papier auch, wird immer weniger über die Jahre, aber ich hatte dann schon einen irgendwie 30 cm hohen Stoß an einzelnen Themen in Folien gepackt, so tickt mein Ordnungssystem partiell und bin das dann auch durchgegangen mit der Beate und habe gesagt, du, das hätte ich noch gemacht, wäre ich länger geblieben, passt das zu dir, interessiert dich das? Oder umgekehrt, schau, das war mal eine Idee, aber eigentlich habe ich es nicht verfolgt. Und sie sagt, ah, gib's her, das könnte eigentlich spannend sein. Ja. Und so war eigentlich mit Anfang Oktober fast alles abgeschlossen. Ja. Ich habe dann auch ausgeräumt und so weiter und so fort. Aber das war's. Ja. Und dann trifft man sich halt ab und zu zufällig, weil man ja auch durchaus Freundeskreise hat, die sich überlappen. Und ab und zu gibt's mal auch einen bewussten Anruf. Ja, weil, aber ganz, ganz selten eigentlich. Ja. Ja. Ist es ein schönes Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, oder ist es auch eine gewisse Kränkung oder beides? Na, es ist wahrscheinlich beides. Wobei ich natürlich irgendwo, Kränkung ist fast ein zu großes Wort, weil ich gut und viel Erfahrung habe mit Kränkungen, weil natürlich die Politik das verletzendste Feld der Gesellschaft ist, das verletzendste Teilsystem, und insofern bist gut ausgestattet mit Kränkungen aller Art und die war jetzt überschaubar, aber es ist natürlich so, dass es ab und zu ein bisschen kratzt, ab und zu juckt es im kleinen Finger und sagt, da hätte ich jetzt was zu sagen oder aha, interessant, dass hier niemand anruft,
Aber es überwiegt ganz klar die Dankbarkeit, dass das ohne mich gut geht. Und immer dann, wenn da irgendwo ein ambivalentes oder negatives Gefühl aufstehen sollte, dann umarme ich es mit Dankbarkeit und sage, jetzt stell dir mal vor, du sitzt zu Hause auf der Couch und das geht den Bach runter, weil die das nicht auf die Reihe bekommen. Ja, das wäre elend. Also dann bin ich super großzügig und freue mich über meine freien Hände und alles ist gut. Sie haben es gerade gesagt, Politik ist das kränkendste Feld überhaupt. Was meinen Sie damit? Nein, es gibt keine andere Branche, wo man so brutal mit dem Gegner umgeht oder mit dem Mitbewerb. Also es ist jetzt nicht so, dass die Bäcker in Österreich ihr eigenes Brot backen und nebenbei so irgendwie 50% ihrer Ressourcen dazu nutzen, um der Öffentlichkeit auszurichten. Übrigens die Bäckerei da vorne ums Eck oder im Nachbardorf, die haben echt geschissenes Brot. Eigentlich wollen sie euch vergiften. Ganz schlecht für euch und bitte nicht hingreifen, weil an Kindern tut es wirklich nicht gut und für die Zukunft ist es eine Katastrophe, falls du dich doch für sie entscheiden solltest. Und die Politik tickt halt so, dass man den Mitbewerb extrem schlecht macht. Da ist natürlich viel auch passiert in den letzten Jahren. Also da sind wir ein bisschen von den USA natürlich inspiriert worden oder angesteckt, infiziert. Weil die Inspiration natürlich ambivalent ist. In den US-Wahlkämpfen wissen wir mittlerweile, dass der höchste Ressourcenposten negative und dirty campaigning ist in den Kampagnen. Das heißt, also von all den Positionen, die ich quasi in einem Wahlkampfbudget habe, ist die Position negative dirty campaigning die am höchsten ausgestattete. Und dementsprechend wird halt viel Gift verbreitet, werden viele Dreckkübel geschmissen. Und jetzt kannst du natürlich einen Panzer wachsen lassen, 10 Zentimeter dicht und nur mit der Rüstung außer Haus gehen, dann spürst du aber gar nichts mehr. Ne? Dann erreichst du auch die Menschen nicht mehr. Das heißt, du brauchst eine gewisse Restoffenheit, sonst bist du natürlich weder authentisch noch sonst was. Wobei wir ja da spannende Exponate haben in der österreichischen Politik an Abschottung und trotzdem charmanter Inszenierung. Aber mir war es immer wichtig, da auch offen zu bleiben, um den Preis, dass du damit aber auch kränkbar bleibst. Ja? Sie schreiben in Ihrem Buch von Häme. Das ist natürlich, ja. Sie schreiben von der Häme. Es ist natürlich immer schon so ein bisschen so. Sie waren immer ein sehr offener Politiker. Mhm. Das Bild im Bademantel, Bäume umarmen, das Kastaniengedicht. Ich bin ehrlich gesagt zu sagen, ich habe auch gelegentlich drüber gelacht. Ja, ich auch. Ja. Lachen ist ja noch ein bisschen Häme. Aber kränkt das oder hat sie das getroffen? Naja, immer wieder mal wäre gelogen, wenn ich sage, das geht völlig an mir vorbei. Mir war es wichtig, immer auch eine Art von Selbstironie zu kultivieren, weil sonst drückst du den Job ja nicht durch. Nicht? Wenn du den Bier ernst nimmst, dann gehst du vor die Hunde. Dann kannst du andere Coping-Bewältigungsstrategien kultivieren, die auch reichlich kultiviert werden. Du kannst die Ignoranz wachsen lassen, den Zynismus. Da sind wir ja nicht so weit auseinander, die Journalisten und die Politiker. Mhm. Der Journalismus, also auch viele Journalisten gehen über die Jahre und Jahrzehnte in den Zynismus, weil sie es sonst nicht aushalten. Der Alkohol wäre eine Option. Manche kombinieren alle drei Geschichten auf einmal. Du kannst in einen Burnout gehen, auch das gibt's. Du kannst in körperliche Krankheit gehen, in die Überheblichkeit. Und wenn du quasi diese destruktiven Gassen nicht wählen willst oder vermeiden willst, dann musst du halt positiv, konstruktiv Strategien für dich kultivieren. Für mich war eine Selbstironie, auch lachen können über mich, aber auch über andere. Und da war mir klar, dass das auch eine Einladung zur Hemme ist. Die muss dann auch aushalten. Aber du darfst sie auch spüren. Sonst funktioniert ja auch die Selbstironie nicht mehr, weil das aus derselben Quelle schöpft. Ja, also wenn du sagst, ich will zwar selbstironisch sein, aber und auch humorvoll, aber ich will die Hemme nicht mehr spüren können, dann versiegt die Quelle aufgrund des dritten Wunsches und dann stirbt aber auch der Humor. Also es gibt ja genügend humorbefreite Politiker. Mhm. Ja. Sie schreiben in Ihrem Buch den recht schönen Satz, Applaus ist Koks für die Seele oder kann auch Koks für die Seele sein. Wie löst man sich davon? Wie löst man sich davon, dass man plötzlich keinen Applaus mehr bekommt? Naja, einerseits, also jeder von uns läuft auf Liebe. Das ist ein seelisches Grundbedürfnis und wenn man so will, unser Benzin. Ja? CO2-neutral zwar, aber nicht unproblematisch, insofern als dass, wenn wir das Gefühl haben, es geht uns der Benzin aus,
Und dann beginnen wir, Benzin zu stricken. Dann machen wir quasi synthetische Benzinherstellung. Das heißt, wir versuchen, Kontexte zu realisieren, in denen Liebe wächst und entsteht. Und zwar nicht die authentische Primärliebe, sondern eine Art von Sekundärliebe. Und alle Bühnenberufe wären quasi prädestiniert dafür. Also Bühne ist quasi Benzin stricken. Weil da oben kriegst du Applaus, wenn du nicht gerade vollen Scheiß baust oder Nudelaug bist. Und das tut dir natürlich gut. Und ich finde, es ist auch okay, dass wir auf Anerkennung laufen und auf Liebe. Das ist bei jedem Menschen so unterschiedlich ausgeprägt, hängt auch stark von den kindlichen Sozialisierungen und Erfahrungen ab. Und für mich war es immer wichtig, einerseits mich freuen zu können über Applaus, andererseits die Vergewisserung, bin ich jetzt, Klammer schon, abhängig. Aha. Also kann ich mich darüber freuen oder ist es ein Drogenerlebnis? Ich glaube, dass ich bis zuletzt nicht abhängig wurde, aber durchaus die stimulierende Wirkung geliebt habe von Applaus. Und ich habe ja beschlossen, ich bleibe eine Person des öffentlichen Lebens, weil es ja ohnehin nichts anderes zur Wahl stand, weil irgendwie, du bist ja auch in das Gedächtnis einer Generation eingeschrieben, so wie eine Heide Schmidt in das Gedächtnis einer Generation eingeschrieben ist oder die Frieda Meissner-Blau. Da fängt der 17-Jährige nichts mehr damit an und eine 24-Jährige möglicherweise, es sei denn, es sind Politikstudenten, Studentinnen oder sonst besonders interessierte Menschen. Aber es gibt einfach ein paar Millionen Menschen, die werden sich auch in 20 Jahren noch an mich erinnern. Entweder als Politiker, Musiker, Flügelheber, Neos Gründer, ältere Personen sagen dann auf der Straße, sind sie nicht da Neo? Ne? Die haben bis heute nicht den Namen ganz integriert, aber irgendwas mit Neo und da kriegst du die verschiedensten Zuschreibungen. Also klassisch kann sein, dass ich auf dem Gehsteig, dass mir einer abstoppt und sagt, sie sind doch da, na sagen Sie mal, sie sind der Flügelheber da, ja. Das freut mich. Ja. Ist ja auch eine Form von Applaus. Das heißt, es versiegt nicht sofort, sondern es gibt eine Halbwertszeit und die ist noch nicht ganz abgelaufen. Möglicherweise wird sie nie auf Null stehen, solange ich lebe. Und das freut mich. Und umgekehrt bin ich ja jetzt auch wieder in der Öffentlichkeit aktiv mit meinem neuen Buch, Sei Pilot deines Lebens. Da war ich jetzt auf Thalia Wien, waren ein paar hundert Leute und Linz, da haben wir sogar sperren müssen, Thalia, weil es überfüllt war. Und da kommt ja viel Interesse. Also wenn Sie so wollen, bin ich schon wieder am Liebestricken oder Benzinstricken. Ich glaube, es ist hoffentlich auch wieder in einem gesunden Ausmaß und ich freue mich über die Resonanz und etwas bewirken zu können. Ja, Liebe stricken, Benzin stricken, das sind so klassische Matthias Strolz-Formulierungen. Ja. Gehen Sie sich manchmal selbst auf die Nerven mit sowas? Ja, allemal, ja. Es geht halt nicht anders. Ja. Ne? Das ist halt so, bin so. Erzählen Sie über die Zeit nach dem 1. Oktober. Was haben Sie gemacht? Sie waren auf einer Fastenwoche, Sie waren später in Indien. Da wollte ich gerne nochmal fragen. Erzählen Sie ein wenig, wie ist der Prozess abgelaufen? Ja, ich habe zuerst mit dem Kurt Razzelli ein Album präsentiert im Flex. Das war ein Erlebnis der anderen Art, weil es war am 15., glaube ich, oder sowas, also Mitte Oktober, in zwei Wochen nach Ausstieg aus dem Parlament. Das war innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft im Flex. Also ich habe da jetzt nichts dran verdient, weil das liegt alles beim Künstler und ich war ja nur Rohstoff. Aber es war ein geiles Erlebnis und ich bin dann noch mit Neos-Leuten ins Bermuda-Dreieck gezogen, wie ein kleiner Rockstar und bin ihnen auch davon gelaufen, weil ich quasi, glaube ich, noch einmal jung sein wollte und ich konnte fliegen an dem Abend. Die waren sehr caring. Die haben mich auf Schritt und Tritt begleitet und einmal habe ich Reis ausgenommen, dann haben sie mich wieder gefunden. Oh, es war lustig. Die haben mich bis zum Taxi begleitet und wollten sicher gehen, dass der Ex-Chef kein Blödsinn baut jetzt. Ich habe nur meinen Sakko verloren oder meinen Schal, sonst nichts. Aber es war ganz lustig. Ich habe dann das Gefühl gehabt, zum Glück hat mich keine Rockkarriere heimgesucht in meinen 20er Jahren. Ich würde heute nicht mehr da sitzen. Also die Energie vor 700 Leuten als Künstler zu performen, ist eine andere Energie als Politiker. Die ist viel heftiger in dem Sinn, dass sie ungefilterter kommt. Ne? Weil in der Politik ist immer viel differenzierter und ein bisschen auch gedämpfter.
da würdest du ja nicht so quasi, da wärst du ja ein super Messias. Ne? Wenn jetzt, ich meine, es gibt schon Anwandlungen, dass so Massengebete in Stadthallen und so weiter kommen dem nahe vielleicht, aber die sind selbst hartgesottenen, kaltschnäuzigen Exponaten dann peinlich. Also irgendwo, also war interessant. Und da kann man auch Künstleragenturen und Künstleragenten, die gesagt haben, ja, sie müssen da jetzt auf Tournee gehen. Das ist ja Wahnsinn. Und wir hätten tatsächlich, glaube ich, jedenfalls in Österreich, in jedem Bundesland die Halle gefüllt. Aber ich habe lange hin und her überlegt, was das jetzt heißt für mich, und habe schlussendlich zweimal beschlossen, nein, es gibt keine weiteren Termine. Erstens, und zweitens dann nach Indien auch gesagt, nein, ich werde mich nicht einem künstlerischen Projekt widmen. Ja. Weil ich glaube, da gibt es Talentiertere tatsächlich. Ja. Wie kam es zu Indien? Wann waren Sie in Indien? Na, dann bin ich fasten gegangen im November. Das war von langer Hand auch geplant. Ich war ja schon oft fasten im Waldviertel, Baneck, 8 Mal, glaube ich, insgesamt. Und das tut gut. Das ist irgendwie Loslassen für Körper, Geist und Seele. Allerdings mit einem ziemlichen Jojo-Effekt, sowohl also körperlich war ich schnell wieder oben, habe ein bisschen ein Baucherl mir im Abgang zurecht wachsen lassen, weil ich das Gefühl gehabt habe, jetzt muss ich nicht mehr so. Ich habe 8 Jahre Yoga gemacht, 7 Jahre Hot-Yoga, und das war brutal immer für mich. Ne? Also sind auch relativ wenig Männer, die Frauen halten das besser aus. Und für mich war das immer brutal, aber auch ich habe es geliebt. Ich habe das Gefühl gehabt, anschließend wird mein Körper neu zusammengesetzt. Also jede Zelle setzt sich neu in Relation zur Nachbarzelle. Es war echt eine Wiedergeburt. Und habe immer gesagt, solange ich das kann, kann ich Politik. Es hat aber viel, ganz viel mit Disziplin zu tun. Und dann mit Anfang Jänner 2018, also mit dem Beschluss, ich werde HR übergeben, aber kann es noch nicht sagen, wurden auch meine Rückenschmerzen, die ich gelegentlich mal hatte, doch ordentlich. Ja. Und da habe ich dann auch dieses Hot Yoga aufgehört. Habe beschlossen, ich kann das mit meinem Rücken nicht mehr. Und außerdem muss ich mich jetzt nicht mehr so disziplinieren. Ich werde ja jetzt übergeben. Und ja, war dann Fasten im November, war auf einem Retreat noch im Helenental, in dem Hotel, wo wir die erste Klausur hatten zur Neos-Gründung, bin ich skurrilerweise eingeladen worden, yeah, zu einem Retreat vom Otmar Hill mit einem britischen Ehepaar, ziemlich abgefahrene 4 Tage, auch mit einer Mini-Vision-Quest, also so mit schamanischen Ritualen durchaus auch. Super spannend. Ein toller Typ, also der begleitet unter anderem sogar den Jack Ma von Alibaba, ist einer, der sich nur noch um Entfaltung kümmert und nicht mehr so sehr Corporate-Kontext. Ja. Also habe da ein bisschen was von mir auch gesehen, wo ich sein könnte in 2 Jahrzehnten oder so. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich darf oder ich soll noch einmal 3 Wochen raus. Das war auch so gedealt mit meiner Frau. Ab und zu hat sie gesagt, was habe ich denn da quasi, zu was habe ich denn da ja gesagt? Du warst jetzt gerade fasten. Aber es waren schlussendlich beiden klar, ich muss noch einmal raus und alles kappen. Ich habe im Dezember dann auch gesagt, jetzt muss ich wissen, ob ich an der Nadel hänge, ob ich da eben süchtig bin. Ich setze mal meine Social-Media-Kanäle aus für 3 Wochen, 4 Wochen. Das habe ich auch gemacht. Das hat mir dann auch die Klarheit gegeben, ich bin nicht süchtig, aber es macht mir natürlich sehr viel Spaß und Lust und ein bisschen abriskant, denn die Sucht ist immer da, aber ich bin jetzt nicht voll drauf. Und das war auch eine wichtige Erkenntnis. Und dann Jänner, Indien, habe ich kurzfristig entschlossen in den Weihnachtsfeiertagen. Ich wollte zuerst nach Südamerika zu einer Ausbildung. Ich habe auch eine Ausbildung gemacht im letzten Jahr und HR noch. Als was? Als Social Architect entlang des Spiral Dynamics Modells, Spiral Dynamics Integral, bei einer wunderbaren französisch-deutschen Expertin. Ja, und da wollten wir eigentlich nach Südamerika zu einer Feldstudie. Die hat sich kurzfristig zerschlagen, weil zu wenig Leute sich angemeldet haben. Und dann habe ich gesagt, naja, dann will das Schicksal halt was anderes. Und dann ist laufend Indien
bei mir vorbeigekommen. Ich habe indische Taxifahrer gehabt und laufend Indien. Und irgendwann habe ich gesagt, ich ergebe mich, es soll Indien werden. Ich habe es ja verstanden. Ja. Ihr Buch beginnt in Indien und endet auch dort. Wie lang waren Sie dort? Ich war 3 Wochen dort. Ja. Drei Wochen, was die längste alleine. Also habe natürlich Leute getroffen, das ist gar nicht zu vermeiden in Indien, ne? Viele Leute. Aber ich war alleine unterwegs, ich bin gern alleine. Als Parteivorsitzender und Vater von 3 Kindern und Ehemann bist du das selten. Und das habe ich sehr genossen. Kommen wir jetzt zu dem Buch, was Sie gerade eben schon mal erwähnt haben. Sei Pilot deines Lebens. Sie beschreiben darin ein 5-Stufen-Modell. Mhm. Können Sie das in einfachen Worten zusammenfassen? Ja, ich hoffe. Also ich bin davon überzeugt oder bin zu dem Aufschluss gekommen, dass eine Neuerfindung des Menschen, die bei jedem von uns immer wieder mal notwendig ist, also ich ende der Ausbildung und ich gehe in den Job oder Jobwechsel oder Partner kommt, Partner geht, Krankheit kommt, Krankheit geht, Kinder kommen oder Kinder gehen aus dem Haus, Pension kommt. Jeder von uns wird sich oft bewusst oder unbewusst neu erfinden, Klammer müssen. Wer sich nicht definiert, der wird definiert, der wird quasi erfunden. Ja? Also wer nicht handelt, der wird behandelt. Und ich bin zum Aufschluss gekommen, dass eine menschliche Neuerfindung einer Grammatik folgt, einer idealtypischen. Mit dem Problem, dass wir zwar Deutsch lernen und Grammatik in der Volksschule und später, aber das Fach Lebensführung gibt es nicht. Ja? Die Grammatik in Sachen Lebensführung lernen wir nicht. Und wenn man so will, habe ich ein kleines Grammatikbuch geschrieben mit vielen Anekdoten, hoffentlich, die es auch illustrieren. Sehr viel. 5 Schichtungen. Ich nenne es nicht Schritte, sondern Schichtungen, weil jede Schicht auch präsent bleibt, quasi so wie ein Jahresring, ein neuer sich bei einem Baum um den letzten legt, aber der letzte auch inkorporiert ist, ja, ist die erste Schichtung das Bewusstwerden. Das heißt, wenn es Richtung Veränderung geht, empfiehlt es sich, bewusst zu werden, zu spüren auch. Ich hatte gerade heute Vormittag ein Coaching hier herinnen im Atelier meiner Frau, wo ein Geschäftsführer spürt, es ist nicht mehr ganz stimmig. Viele Wahrnehmungen, das sind Feedbacks von Freunden, das sind Beobachtungen der eigenen Gefühlswelten, körperliche Sensationen, dass es anfängt zwicken, dass man anfälliger ist für Krankheiten aller Art. Oder bei mir hat sich dann halt die Nase entzündet, wenn ich die Nasen voll gehabt habe. Oder Rückenweh, ne, wenn ich unter der Last irgendwie zu... Das ist Bewusstwerden. Ja, klassisch. Bei den Journalisten, bei den stressintensiven Jobs ist es oft der Magen. Total, ne? Ja. Also, es ist. Also der Körper ist da unser größter Lehrmeister und Souffleur natürlich, wo ich ein ewiger Anfänger bin. Auch das beschreibe ich in meinem Buch. Da bin ich super ignorant und arbeite mich quasi in ein Körperbewusstsein vor. Aber ich werde dort nie... der Großmeister werden. Ja. Es ist aber jedem gegeben, so ein Niveau, wie ich zu erreichen glaube, weil ich bin da wirklich... Ja. Wenn ich jetzt hier in Ihrem Atelier oder im Atelier Ihrer Frau vor Ihnen sitze, einfach als Journalist, ich wäre es jetzt vor Ihnen und würden sagen, ich bin unzufrieden mit meiner Situation, mit meiner beruflichen Situation. Was wäre die erste Frage, die Sie stellen würden? Ja, in der Regel, also ich bin noch die anderen 4 Schichtungen schuldig, aber die dazu kommen. Dazu kommen wir. Wir können sie einzeln vielleicht durchgehen. Das ist aber dann das Versprechen, es schnell zu machen, nicht eingelöst. Das ist der Disclaimer. Okay. Ich bin dazwischen gegangen. Oh, ja. Ich merke es. Aber trotzdem, diese Frage ist interessiert mich. Was für eine Frage würden Sie stellen? Ja, ich sage immer, wenn jemand in ein Coaching kommt, ich werbe ja nicht aktiv, die Leute kommen halt zu mir. Und das ist ja nicht mein Hauptgeschäftsfeld, aber ich bin halt Coach. Und mache das auch sehr gerne, weil es eine Begleitung in einer Entfaltung ist. Aber ein Coachee, also ein Coaching-Kunde, ist auch eigentlich ein super angenehmer Sparring-Partner in Entwicklungsthemen. Warum? Weil er eigentlich, sinnbildlich gesprochen, schon auf Anfahrt bei einem Hügel ist. Und hinterm Hügel ist das gelobte Land, das saftige Grün. Das ist schon da, nur noch nicht sichtbar. Das heißt... ich kann nicht sagen, was ist meine erste Frage, sondern da kommt schon mit einer Geschichte und entweder bekomme ich davor ein Mail oder ich spüre was und so weiter. Also angenommen, Sie wären das jetzt und sagen, ich bin unzufrieden, was raten Sie mir oder was soll ich tun? Erstens raten tue ich nichts, ein Coach tut ja
ja, ab und zu, du kannst es mir nicht verkneifen, aber ein Coach ist einer, der eigentlich nebenher läuft und eher Fragen stellt und sagt, also wäre ich ein Coach für Fahrradfahrer, würde ich sagen, wir fahren bergab. Ich habe gelesen und gehört und beobachtet, dass wenn du dich kleiner machst, bist du möglicherweise schneller, falls das, also wie schaust du auf das Thema Geschwindigkeit? Ist das ja eines? So, ich würde also ganz viele W-Fragen stellen, die nicht mit Ja, Nein beantwortbar sind. Hm. Also angenommen, Sie sind nicht Journalist. Was könnten Sie denn sonst sein, Herr Vogt, was darf Ihnen gerecht werden? Das wäre eine erste öffnende Frage, ziemlich schnell hineingespreizt, und dann würde ich auch kleinteiligere Fragen. Ne? Ja, ist in meinem Fall schnell beantwortet, ich kann nichts anderes, deshalb mache ich den Job. Naja, wunderbar, aber dann würde ich sagen, okay, das glaube ich nicht, weil jeder von uns ist natürlich tatsächlich ein Individuum mit unglaublichen Talenten, die schlummern. Und da würde ich weiter entlang der Talente mich vorhaften. Ja. Was machen Sie gut? Was können Sie gut? Was machen Sie gern? Und so weiter. Wir werden gleich zu dem Wort Berufung kommen. Ja. Das spielt in dem Buch eine große Rolle. Aber machen wir doch vielleicht noch ganz kurz die vier anderen Schichten, damit wir alle auf dem selben Stand sind. Also die erste ist das Bewusstwerden. Das Bewusstwerden. Das hat viel mit Innehalten, Wahrnehmen zu tun. Ich muss also Räume schaffen, wo ich auch Ruhe habe, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich kontemplieren kann, beobachten kann, wahrnehmen kann, dann werde ich auch bewusst. Zweite Schicht ist Loslassen. Also viele würden natürlich gerne, wenn das Neue kommt, haben, dass das Neue vom Himmel fällt, völlig vollkommen. Und zwar, falls sie beschlossen haben, loszulassen am Freitag um 12, sollte das Neue Freitag um 13 Uhr dann vor der Tür stehen, damit wir angekommen sind und der Ruhe haben und wissen, was zu tun ist und Klarheit. Das kann man so machen, aber ich vergleiche es mit Bergtour mit Stoppuhr. Es ist super ignorant, gibt solche. Kann man ja auch als Sport verkleiden, dann ist es halt Sport und ein Workout. Aber wer halt mit der Stoppuhr auf die Bergtour geht, der sieht nicht all die Geschenke des Lebens. Der sieht nicht den Adlerkreisen, der sieht nicht den alternativen Gipfel, der dich einlädt, der sieht nicht die Gämse, die dich begleitet, die Dotterblume am Wegrand, die dich anlacht. Das Eichhörnchen, das der hinterher schaut. Also all das wird verborgen bleiben, wenn ich mit Scheuklappen unterwegs bin. In einen Entfaltungsprozess zu gehen ohne Scheuklappen heißt, idealerweise loszulassen, ohne das Neue gleich zu greifen. Umgekehrt, ohne Loslassen geht nicht viel. Eigentlich gar nichts. Also angenommen, ich habe da beide Hände jetzt voll, da mit zwei Gläsern, ja, die ich da in die Hand nehme, und Sie sagen, ich hätte da was Neues für Sie, dann sage ich, schön, aber ich kann nichts annehmen im Moment. Das Leben kann mir gar nichts schenken. Ich kann sagen, stell es da hinten ab. Wenn ich es greifen will, muss ich meine Hand freimachen. Ich muss, only I am the hand can receive. Loslassen, Königsdisziplin, mit viel Angst verbunden, das Thema behandle ich sehr umfassend. Dann geht es in der dritten Schichtung hinein, mit freier Hand ins Verbinden mit der Berufung. Also landläufig würde man sagen, auf die Stimme des Herzens hören. Sehr spirituelle würden sagen, das höhere Selbst, die Essenz kontaktieren quasi. Einkehr bei sich selbst halten. Religiöse Menschen würden sagen, der Seelenplan soll ergründet werden hier. Von dort geht es in die Schichtung, also wenn ich innere Klarheit habe, Otto Scharmer, MIT-Forscher, harte Währung, evidenzbasiert, sagt, es geht um einen inneren Ort, das Wort verwende ich auch, ich finde das sehr, sehr treffend. Wenn der in Klarheit ist, dann emergiert diese Klarheit, dann geht die über quasi. Sie emergiert in weltliche äußere Formen. Das ist Schichtung 4, Form geben, da geht es um ein Kristallisieren, um ein Prototyping. Also wie 15 Papierflieger schnitzen quasi und die mal losschicken. 5 kommen eh vor dir runter, weitere 5 sind auch nicht zum Brauchen. 5 fliegen wunderbar, möglicherweise, und die gilt es zu untersuchen. Was habe ich hier wie gemacht? Warum machen wir die Freude? Kann ich die skalieren? Die irgendwie Startup-Welt würde sagen, es geht eben ums Prototyping, es geht um fail quickly to learn fast. Also schnell, also auch eine Fehlerkultur. Die anderen Schichtungen nimmst du ja laufend mit, bewusst werden, auch über Fehler etc., über Blindgänger, die du da gezündet hast oder eben nicht gezündet hast. Aber es darf auch viel sein in dieser Schichtung 4. Ich bin ja noch zwischen 4 und 5 jetzt in meinem eigenen Veränderungsprozess. Und bei 5 kommst du dann ins vollumfängliche
Sein und Tun. Du bist in der vollumfänglichen Verkörperung des Neuen angekommen, in ökonomischen oder wirtschaftlichen Kategorien, aber auch in Gestaltungskategorien gedacht, wäre das die vollumfängliche Performance. Ich bin es. Ich war vollumfänglich Politiker. So vollumfänglich, dass meine Kinder sich gar nichts anderes vorstellen konnten. Oder auch, ich habe jetzt ja gedreht, ich beschreibe es im Buch auch, ja. Kommt eine Frau her und sagt, was machen Sie jetzt? Und ich sage, naja, drehe hier einen Film, ne, und ich bin Autor. Und sie schüttelt den Kopf und sagt, na, Sie sind ein Politiker, ne? Das können Sie nicht so einfach sich davon stellen. Das ist eigentlich ein Kompliment. Ich war voll in der Verkörperung, aber jetzt nähere ich eine neue Verkörperung. Als Autor, als TV-Schaffender, als Organisationsentwickler, als Startup-Unternehmer. Das ist alles noch ein bisschen viel, wie man sieht. Ein Drittel meiner Arbeitszeit ist Ehrenamt gewidmet. Auch das ist ein täglicher Abwehrkampf, weil da tägliche Anfragen kommen, aber auch ein Commitment, dass ich da auch präsent bleiben will. Ja, ist noch ein bisschen viel. Das heißt, wenn ich dann in 5 angekommen bin, würden wir heute in einem Jahr da sitzen, wäre ich noch stärker in Verkörperungen. Und dafür sind die Anzahl der Formen, die ich gefüllt habe, wahrscheinlich ein bisschen geringer. Es geht in dem Buch viel um den Begriff Berufung oder auch den Begriff der Metaberufung. Mhm. Also im Sinne von, ich kann verschiedene Dinge tun und verschiedene Jobs machen, mache aber oft dasselbe, wenn ich dazu berufen bin. Was ist Ihre Berufung, Herr Stolz? Ja, habe ich schon oft geoutet. Ich bin ein Gärtner des Lebens. Ich kultiviere soziale Felder. Und das mache ich tatsächlich, das ist meine Metaberufung. Und insofern, weil Sie anfangs gefragt haben, seit wann sind Sie nicht mehr Politiker? Im Sinne des Gärtner des Lebens bin ich immer noch Gärtner des Lebens und eigentlich damit immer noch ein bisschen Politiker, weil es geht um das Kultivieren sozialer Felder. Gerade jetzt, wo ich eine Buchtour habe durch ganz Österreich, dann auch ein bisschen Deutschland hoffentlich, habe ich den Eindruck ab und zu, ich mache eigentlich dasselbe wie vorher. Ne? Ich fahre durch Österreich, fühlt sich an wie ein kleiner Wahlkampf, extrem viele Medientermine von einer Bezirkshauptstadt in die andere, Landeshauptstadt in die andere. Ich habe meine Botschaften, die ich verkünde. Es geht immer noch um Flügelheben, es geht um Entfaltung des Menschen. Das sind meine Leib-, Magen- und Herzensthemen. Ja, das ist meine Berufung. Und hinzu kam, dass ein zweiter Aspekt, das steht in meinem Lied des Lebens, das ich da damals im Wald bekommen habe. Da drin steht, ich habe das Wort nie gehört, ich habe es nur einmal geträumt. Ich bin ein Divine Architect. Das habe ich mir gar nicht getraut, das auf Deutsch zu übersetzen, weil sonst sagen die Leute, jetzt hat er einen völligen Huscher. Ne? Manche Leute würden das über Sie sagen, Herr Strotz. Das ist so, ja, das ist so, das weiß ich. Und ich würde entgegnen, wir sind alle göttlich. Also ich stelle mich da nicht drüber, sondern das ist die Einladung an mich, diesen göttlichen Funken, der in jedem von uns wohnt, noch stärker in Form zu bringen. Das ist ein Divine Architect. Und das wünsche ich ausnahmslos jedem Menschen. Und vielleicht habe ich mich nicht getraut, mir diese Explizitheit so zu nehmen, weil in der Politik ich ja auch für ein anderes Lebewesen hauptverantwortlich war, nämlich für eine politische Bewegung, eine Partei. Das ist ein soziales Lebewesen. Und da musst du auch zurückstecken möglicherweise und um die Menschen nicht vollends zu verwirren. Ich glaube, ich war verwirrend genug. Habe ich quasi diese spirituelle Seite ein Stück weit ganz massiv nach hinten gestellt. Die hat ab und zu ums Eck geschaut und dann war sie eh schon zu viel den Leuten. Wenn ich mal auf eine Kastanie meditiert habe, dann kam eh schon eben die Häme. Das ist too much für die Menschen. Für viele Menschen, nicht für alle. Es gab auch große Fans und im Abgang kamen ja auch von allen Parteien Menschen auf mich zu, die gesagt haben, du hast eh recht mit dem Baum und den Kastanien. Aber wir mussten halt dich ein bisschen schlagen, solange du da drinnen warst. Ne? In Ihrem Buch beschreiben Sie die Szene, dass Sie in Indien gefragt werden, was Sie tun, was Sie machen. Und dann, die Szene geht, glaube ich, am Anfang sagen Sie in Transition und später sagen Sie Autor und TV-Macher. Wenn ich die Frage heute stelle, was macht Matthias Stolz? Naja, ich würde tatsächlich sagen, ich bin ein Portfolio-Unternehmer oder ich sage es auch jeden Tag, wenn ich mich irgendwo erkläre. Das heißt, ich habe 3 Portfolio-Felder, die ich bewirtschafte, kultiviere. Erstes Feld ist Autor, Publizist, TV-Schaffender. Zweites Feld ist systemischer Organisationsentwickler und integraler Leadership-Begleiter.
Also das heißt, so irgendwie Change-Berater und Coach im weitesten Sinn. Und drittes Feld ist Ehrenamt. Da bin ich querbeet unterwegs vom Arabischen Forum Alpbach über die Vorbereitung immer noch einer Achtsamkeitsinitiative fürs Parlament, Bildungsinitiativen, humanitäre Projekte. Punktuell kann es auch mal sein, keine Ahnung, das Klimavolksbegehren oder der Liveball. Dafür ist ein Drittel reserviert. Sie haben im Vorfeld dieses Podcasts gesagt, dass Sie die Innenpolitik eigentlich nur mehr auf einer Metaebene diskutieren wollen würden. Für diesen Podcast. Zumindest öffentlich, ja. Öffentlich. Ich werde immer wieder verführt und verlasse immer wieder meine Vorsätze. Sie haben es auch in diesem Gespräch immer wieder anklingen lassen. Ja, ja. Es ist, warum? Ja, weil ich finde, dass wenn der Altbauer geht und übergibt, dann soll er entschlossen zur Seite treten. Also ich finde es jämmerlich zu sagen, ich gehe, mach du weiter, aber die Schweinderl und die Hühner bleiben bei mir, gell? Das ist Zoff am Hof. Das geht nicht gut. Und ich habe ja schon öfter übergeben, Firmen und Vereine. Und ich habe immer sauber übergeben, habe immer entschlossen Platz gemacht. Das ist auch wichtig, vor allem für Gründer. Die haben eine besondere Rolle. Du bist als Gründer so irgendwann auch so übergroß, dass du einen wahnsinnigen Schattenwurf hast, dass drunter nichts wächst oder zu wenig wächst. Dass wenn du dich selbst quasi aus dem Weg räumst, du wahrscheinlich mehr ermöglichst als verunmöglichst durch deinen Abgang. Und so war es auch hier. Und deswegen stehe ich auch nicht als Altbauer auf dem Balkon und rufe hinaus ins Feld und sage, hey, das musst du anders pflügen. Ja, nein, ich bin nicht mehr in Endverantwortung. Das hat meine Nachfolgerin zu verantworten, zu machen. Und die macht es gut, sie macht es anders. Und auch meine Mitbewerber, meine ehemaligen, kommen gut ohne meine Zurufe aus. Und ab und zu juckt es mich so, dass ich nicht ganz umhin komme. Ich habe mich jetzt da wieder hinreißen lassen für ein Spiegel-Interview. Das kommt am Samstag. Ich habe schon ein bisschen Schiss, was da kommt, weil ich relativ viel den Herrn Kurz kommentiere. Aber es gibt da einen Antagonisten in mir oder ein anderes Teammitglied, um es neutraler und freundlicher zu formulieren, in meinem inneren Team. Das ist nämlich der Bürger einer Republik von fast 9 Millionen Menschen und der ist nicht einverstanden mit der letzten Regierung und der muss ab und zu auch sich artikulieren, obwohl er Maulkorb gekriegt hat und am Samstag ist wieder mal soweit. Ja, schauen wir mal. Wer hat den Maulkorb gegeben? Sie oder die Partei? Ich habe das schon meiner Nachfolgerin auch zugesagt, aber das habe ich offensiv angeboten. Also das war keine Bitte von ihr, sondern das ist mein Selbstverständnis. Was hat sich in irgendeiner Weise geändert? Wie viel Zeitung lesen Sie? Lesen Sie mehr als früher? Weniger? Weniger. Ich habe früher am Wochenende vor allem Zeitung gelesen, 6 Stück. Und unter der Woche nur sehr selektiv. Nein, ich hole nicht mehr alle Zeitungen am Wochenende. Es gibt Wochenenden, wo ich gar keine lese und es gibt Wochen, wo ich keine Zeitung lese. Und es ist aber auch der Technologiewandel weiter unterwegs. Wir alle sind noch mehr auf Social Media. Ich bekomme über LinkedIn meine Hinweise, über Facebook, über Twitter. Also ich habe eigentlich 3, 4 Kanäle, die sowas machen wie die Kuratierung meines Medienkonsums. Das ist Bad News für quasi Zeitungen, die in Abo-Logik oder Verkaufslogik funktionieren, aber ich bin da ein Kind postmoderner Zeiten einfach. Ja. Ja. Wie viele Wahlkonfrontationen haben Sie geschaut? Ich bitte um eine ehrliche Antwort. Bisher 3, nicht durchgängig. Also wenn es gerade einer schneit, oder in dem Fall hat meine älteste Tochter oder unsere älteste Tochter, ich ermahne immer meine Frau, wenn sie von meinen spricht, da wische ich mich dann selbst, unsere älteste Tochter hat 3-mal gesagt, heute ist die Beate im Fernsehen. Und ich habe 2-mal gesagt, ich habe nicht reagiert. Und beim 3. Mal habe ich gesagt, naja, dann schauen wir es an. Ich habe das Sommergespräch angeschaut von Beate Meinl-Reisinger, sonst kein einziges. Aber geht dann eher zeitökonomisch auf die Rezensionen. Also schauen wir dann die ZIP2 nach, wie wurde das beurteilt. Das ist quasi verdichteter Konsumlogik. Ja. Sie haben in Ihrer Abschiedsrede im Parlament den Song Hotel California zitiert, mit der Zeile You can check out anytime you like, but you can never leave. Ja. Wenn man Ihnen morgen den Bildungsminister anbieten würde, würden Sie das machen? Nein, auch das habe ich gut überlegt und es gab 4 Wochen, wo das offen war, nach Ibiza.
Und danach war es geschlossen, die Frage passt nicht hinein, braucht es mich auch nicht. Und ich habe so viele Aufgaben übernommen, wo ich auch Verantwortungen habe, wo ich gestalte, wo ich wirksam sein kann, dass das ein Nein ist. Mhm. Sie schreiben in Ihrem Buch von der Technik, dass man sich gelegentlich vorstellen sollte oder malen sollte, wie man sein Leben in 5 Jahren sehen würde. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie schaut das Leben von Matthias Strolz in 5 Jahren aus? Ich habe zuletzt nicht gemalt. Ich habe schon mir vorgenommen, eigentlich sollte ich vielleicht malen, aber ich war dann schon so in dieser Schichtung 4 Form geben, schlussendlich, dass das noch gar nicht, dass das nicht stattgefunden hat. Aber ich versuche hinzuspüren. Also ich denke schon, dass der Autor und TV-Schaffender, der Autor und der TV-Schaffende und der Organisationsentwickler und Coach diese 4 Rollen plus der Startup-Unternehmer, weil ich ja bei Story.One, ein großartiges Startup mit wahnsinnigem Potenzial, globalem Potenzial, dass diese 5 Felder, also diese 5, das sind keine Felder, diese 5 Bereiche auf den 2 Feldern dominieren. Das heißt, ich habe vor, Ehrenamt ein Stück weit noch ein bisschen abzuschichten, weil 1/3 zu viel ist. Ich bin auch ökonomisch tatsächlich noch nicht dort, nach jetzt 1 Jahr, dass es sich ausgeht. Jetzt mit September komme ich zum ersten Mal gut bis sehr gut ins Verdienen. Aber ich habe dazwischen 2-mal Wertpapiere abgeschichtet, die eigentlich für den Schweizer Frankenkredit, den endfälligen, reserviert waren. Und 1-mal einen Kredit aufgenommen. Das heißt, ich habe noch zu viel Ehrenamt. Vielleicht komme ich so gut ins Verdienen, dass ich mir das auch leisten kann. Aber also so fürs erste Jahr war es definitiv zu viel, sodass ich die Burn Rate unserer Familie nicht bedienen konnte. Aber da bin ich quasi angstfrei, nur nicht sorgenfrei. Das ist ein Unterschied. Aber das wird sich ergeben. Ich glaube aber eben, dass ich Ehrenamt noch ein Stück weit abschichten werde. Und ich glaube, dass dass auch andere Einladungen, zum Beispiel, ich habe immer wieder Einladungen, publizistisch tätig zu werden, dass die ich auch weiter absagen werde. Da gab es zuletzt wieder eine Einladung, die mich dann doch also nochmal anders gewickelt. Und habe gesagt, ich überlege es mal bis Weihnachten, aber ich glaube, da werde ich Nein sagen. Und ansonsten werde ich mehr Routine bekommen und dadurch wird mir das auch leichter fallen, das alles zu halten. Weil aus heutiger Situation hingespürt, und ich sage Ihnen, was ich da alles beibehalten werde, nimmt es mir fast die Luft. Ich merke aber, jetzt mache ich nach Puls 4 für ORF1, Doc 1. Und ich mache also zum zweiten Mal so sehr gestalterisch den Host für eine Abendsendung. Habe eine 3. jetzt in Vorbereitung für Puls 4 und eine 4. Und weitere Anfragen für Fernsehengagements. Und ich merke, dass es beim zweiten Mal natürlich ungleich leichter von der Hand geht. Das heißt, meinen Arbeitsspeicher nicht so umfassend besetzt. Ich merke trotzdem, dass es hundeanstrengend ist. Ich bin dort neu in der Branche, habe trotzdem viel zu lernen und Dinge, die ich da beim Zuschauen als unanstrengend empfunden hätte, sind plötzlich anstrengend. Schauen wir mal. Also ich glaube, dass eben ich schon vieles halten kann und als Portfoliounternehmer eben nicht in einem Feld operativ 100%ig absinke. Wenn ich alles halten können will, dann muss recht einiges an Routine dazu kommen, was ja dann auch als Verkörperung Schicht 5 der Fall ist, Routine. Wie würde der Coach Matthias Strolz auf das letzte Jahr von der Person Matthias Strolz schauen? Alles richtig gemacht? Auf das letzte Jahr würde ich sagen, das war sehr gut. Wenn er mir jetzt zugehört hat, dann würde er sagen, hey, Alter, das ist zu viel. Ja, das ist immer noch zu viel. Das ist aber natürlich, der Coach dürfte nicht so normativ beurteilend sein, wobei ich bin durchaus einer, der irgendwo zwischen Künstler und Coach oszilliert und nicht sehr dogmatisch die professionellen Glaubenssätze da einhält, sondern ich bin vielfach im Status des Künstlers angekommen, das merke ich schon.
Wenn wir da im Atelier sind, die Phase, als ich das Buch geschrieben habe und meine Frau hier herinnen gemalt hat, das war sehr schön. Wir sind uns vorgekommen wie so ein Rosemunde Pilcher Künstler-Ehepärchen. Und ich habe aber auch das Gefühl, so wenn ich mir selber beim Coaching zuschaue, wie heute Vormittag, dass ich vielfältige Methoden integriere. Ich mache Dinge, die ich noch nie gemacht habe in meinem Leben. Und ich frage mich, woher kommt das jetzt? Wilde Geschichten, Körperarbeit, was ich weiß alles. Aber da integrieren sich so viele Dinge und Erfahrungen einfach aus den letzten 30 Jahren, dass es wunderbar ist für mich. Also mit einer Leichtigkeit kombiniere ich wissenschaftlich fundierte Methoden mit schamanischen Ansätzen, mit Körperarbeit, mit Aufstellungsarbeit. Das ist hocheffektiv und macht mir auch eine Freude, mich da neu zu erleben. Ich habe nicht gewusst, ob ich das noch kann nach 7 Jahren. Und ich kann es, aber ich bin trotzdem ein umfassender anderer. Herr Strolz, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Ich danke auch fürs Interesse. Dankeschön. Das war es dann heute auch schon wieder von Ganz offen gesagt. Wie immer freuen wir uns über Feedback, Kritik und Anregungen auf allen Kanälen, aber auch über 5 Sterne auf iTunes. Und wir empfehlen euch natürlich auch immer wieder neue Podcasts, zum Beispiel Carpe Diem, wo es nicht um Politik geht, sondern um das schöne Leben. Das ist ja auch ganz nett. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ganz offen gesagt. Missing Link.